Hi und willkommen zurück. Wir begeben uns jetzt zum weisen Baum. Ich bin ein wenig verlegen, weil hier noch jemand beisitzt. Das irritiert mich. Der weise Baum, für die, die es noch wissen, befindet sich kurz unter Simafort. Ist auch nur auf der... Nee, ist nicht. Man kann es auch von hier erreichen. Und ihr braucht Abfahrer, um dorthin gehen zu können durch den Wald. Es ist eine Therapieflöte. Dann kannst du in meine Gedanken eindringen. Ich hoffe, ich nehme das jetzt nicht umsonst auf, denn klappt das nicht. Und wir hätten noch etwas Bestimmtes machen müssen, kann ich mir eine Person hier nicht holen. Dann müsste ich dieses Video wieder unterbrechen und das mal anders machen. So, aber jetzt gehen wir hier erstmal schön in den Gedanken von dem alten Baum hinterher. Das hier ist die Stadt der Erinnerung. Die Stadt wächst im Osten von hier. Irgendwo in dieser Welt gibt es einen Turm der Erinnerung, wo wichtige Memoiren gespeichert werden. Auch die meiner gegenüber. Und ihr werdet sehen, obwohl ich erkläre, wenn wir in der nächsten Stadt sind, erstmal, dass wir diesen Eisensack hier nochmal runterkommen. Ich hoffe, er bewegt sich nicht in seiner Zelle irgendwo hin und her, wo ich ihn nicht ansprechen kann. Komm, Grams. Ja, ein kleines Stück noch. Und schon. Ah. Ich muss vorsichtig sein mit meinen St- und S-Lauten. Wenn ich nicht vorsichtig bin, dann klingt mein T wie ein Sch und mein S wie ein Sch. Was Frau Burkhardt oder wie sie heißt, aus dem Fernsehen auch hat. Da fängt man an zu lispeln. So, und innen waren wir, glaube ich, schon. Wenn ich jetzt nicht irre. Speichern werde ich nicht. Nur zur Vorsicht. Und hier haben wir nochmal einen E-Team Store. Ein Dämon, der dein Herz besitzt, attackierte die Stadt der Geschichte. Seitdem kann ich nicht sprechen. Oh, okay, du kannst mir nichts verkaufen. Das ist aber... Ich habe euch all die Waffen gezeigt, an die ich denken kann. Möchtest du etwas tauschen? Schauen wir mal. Nicht gut. Sehr gut. Kostet aber viel. Hat der gute Rennen schon eine Silberrüstung? Auch stärker als das, was wir haben. Und das weiße Schild. Das tauschen wir jetzt mal bei dem Helden. Denn langsam könnte der auch mal die Ausrüstung vom Anfang ablegen, finde ich. Ich halte mich ja schon ziemlich lange damit. So, und hier haben wir in der Stadt quasi alles abgegrast, beziehungsweise alle Menschen angesprochen, also bewegen wir uns jetzt Richtung Osten, so wie das der eine Opa gesagt hat, der eine der vielen. So,
Wie wir sehen, hier haben wir schon keine Opas, sondern tüchtige Männer im gesunden Alter wie mich. Das heißt zwischen 20 und 60, welche die sich lange halten bis 60. Wenn du nach Norden gehst, dann kannst du zurück in die Stadt gehen, wo wir noch jung sind. Oder wo wir jünger sind. So, und hier haben wir jetzt, glaube ich... Ne, haben wir nicht. Mist. Wollte ich ausprobieren, bevor eure Reise weitergeht? Nein, jetzt nicht. Möchtest du etwas über den Drachenclan hören? Clan ist ein tolles Wort. Vor einer langen Zeit, da gab es einen Clan von Drachen. Sie hatten große Mächte. Mächtig genug, um die Welt einfach auszulöschen. Aber an einem Tag verschwanden sie. Warum? Oder warum sie gegangen sind, weiß niemand. Ja, das waren die Geschichten dieses Herrn bezüglich des Drachenclans. So, und dann haben wir das auch nochmal. Und das ist das, was ich eben schon meinte in der ersten Stadt. Ihr werdet sehen, dass hier alle Städte in dieser Gedankenwelt des Weißen Baumes gleich aussehen und auch die Anzahl der sich darin bewegenden Menschen ist gleich. Möchtest du meine Memoiren hören? Natürlich. Ich würde mir Schöneres vorstellen. Als ich noch jung war, habe ich den Drachenclan getroffen. Mir wurde erzählt, dass sie eine wichtige Mission haben. Sie verschwanden aber schnell oder kurz danach. Ich frage mich, worum es bei dieser Mission ging. Geschichte des Dämonen hören? Ja, nehme ich auch noch. Da ist ein Dämon, der die Kontrolle über dein Herz oder die Macht über dein Herz nimmt, wenn du gerade angreifbar bist. Das Erscheinungsbild der Person ändert sich nicht viel, aber die Seele ist verloren an den Dämon. Also wissen wir nicht, wie er wirklich aussieht. Na, war das ein toller Spruch? Oh, sie gehen. Aber ich bin mir sicher... Der Dämon, der macht wohl nicht nur die Seelen taub und schwarz, sondern auch den Verstand senil. Ist das der Verstand, der senil ist? Ja, ne? Ja. Möchtest du die Legende hören? Als die Tragödie die Welt schwer traf, wurden mutige Männer vom Drachen geleitet. Aber der Drachenclan existiert nicht mehr. Also hat diese Legende auch keine Bedeutung mehr. So, und von hier aus bewegen wir uns nach Norden in die so ziemlich letzte Stadt in dieser Welt. Die sind sehr gut, die geben die Steinrüstung. Die geben die Steinrüstung. Eventuell kriegen wir sie wirklich in diesem Walkthrough noch durch Zufall für Rand. Würde mich ja sehr freuen, hier alles Lustige in diesem Spiel zu finden. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich schon 30.000 Mal gesagt, aber das hier jetzt habt ihr eh schon wieder vergessen.
Können wir ja mal probieren. Vielleicht zieht's. Und die Aufstellung ist auch schon wieder falsch. Das hätten wir bei dem Gegner gar nicht gebraucht, sehe ich gerade. Ja, das scheint. Oh, Toasted, okay. Super. Schön, dass wir das mal wieder gesehen haben. Behaltet das Soul Sword. Jetzt habt ihr auch mal wieder ansatzvoll bewiesen gekriegt. Ich mache keine Fehler, was das angeht. So, dann nehmen wir, da Aspara immer noch nicht so stark ist. Hat ja auch noch wesentlich weniger Level und muss sowieso noch eine Menge an diesem Charakter arbeiten. Nehmen wir die Scramble-Aufstellung. So, dass du die drei kräftigen Leute vorne hast und quasi den schwächeren Charakter dahinter. So wird dieser nicht so getroffen. Und hier haben wir die nächsten Gegner. Oh, Holz war auch einfach mal drauf, ja. War auch nicht sehr stark. Und sie heißen Rapida, ja. Manchmal erleiden sie rapiden Energieverlust, deswegen nennt man sie Rapida. Achso, wenn ich in dem Bein noch mal ein bisschen Werbung machen darf. Ich trinke sie zwar noch nicht, weil jetzt gerade wirklich eine andere Dose, aber ich kann euch nur sehr empfehlen, Fanta Exotik. Ist wunderbar, ja. Kriegst du nicht in jedem Supermarkt. Ist ja voll der Gaumenschmaus. So, und hier sind wir jetzt in der Stadt und ja. Oh, willkommen. Oh, willkommen. Das hier ist die Stadt der Erinnerung. Was? Ja, es gibt drei Städte von dieser Sorte? Das ist merkwürdig. Es sollten eigentlich nur zwei Städte vorhanden sein. Aha. So, und hier haben wir diesen Kollegen. Barrows heißt er. Wenn du mich hier wegbringst, dann bringe ich dir Magie bei. Es ist, gäbe keinen Grund, so eine tolle Sache abzuschlagen. Wie wär's? Ja, den nehmen wir mit. Deswegen habe ich mir... Oh, hier, sein schwarzes Herz uns gegenüber ist zu einem dunkellidernen Herz geworden. Das verspricht viel. Dann denke ich, ich werde in deiner Stadt leben. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt über lange Zeit keine neuen Bewohner für meine Stadt gesucht. Denn diese Person, die wir jetzt geholt haben, die zieht nur in das dritte Haus, was gebaut... Nee, in das vierte Haus, was gebaut wird. Und ihr könnt euch wirklich starker Zauber, die ihr mit vielen Charakteren nicht einfach so bekommt beim Aufstufen, bedienen. Die bekommt ihr von ihm und die bekommt ihr nicht einfach, aber dazu kommen wir dann später, wenn wir endlich bei den Typen sind. Beziehungsweise aus dieser Erinnerung wieder raus. Hast du den Turm gefunden? Ich glaube, du kannst ihn sehen von dem großen See im Westen. Wer bist du? Ich bin Gandaro. Ja, das bin ich. Ja, er ist... Ich weiß gar nicht mehr, wer Gandaro ist. Ich glaube... Ist einer von den weißen Bäumen so? Könnte gut sein. So, dann haben wir noch ein Haus. Und was wichtig ist, also permanent wichtig für diese Welt, für diese Stage, das ist, ihr solltet unbedingt alle Personen in den Städten, die wir gesehen haben, angesprochen haben. Wie war das nochmal? Oh ja, richtig. Ja, in diesem Fall würde ich willkommen sagen. Okay. Bei, was haben wir hier? 15 Stück, 2x 18. Holen wir nochmal 3. 27. Ja, 3 Pakete sollten reichen. 9, ja, das sieht alles gut aus. Und dann können wir uns eigentlich noch... Könnten wir uns... Ah, das machen wir aber nicht, nee. Diana denkt nach. Gehen Sie nicht mehr aus der Stadt raus?
dann kannst du es jetzt vertrocknen. Hast du die Magie und sowas besorgt? Möchtest du aus den Gedanken des Baumes raus? Nein, wollen wir nicht, aber hier könntet ihr, wenn ihr wollt. Das hatte ich beim letzten Mal, wo ich selber gespielt habe, also ohne aufzunehmen, da habe ich das vergessen. Also ich bin hier rumgelaufen und wusste gleich, wo ich hin muss. Damit haben wir das auch geklärt. Ja, was möchte ich... Ja, wir speichern jetzt nochmal kurz und,